Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück. Ich habe noch ein paar Mods installiert, zum Beispiel SkyUI. Das war ein bisschen schwer zu installieren, also zu schwer zu finden. Und ich habe noch ein paar Mods über, jetzt muss ich gerade denken, was es war. ja, noch ein paar andere Mods installiert. Jetzt geht eigentlich alles besser. Ah, genau, so ein Follow-Tweak, damit wir ein paar mehr Follower. Nein, ich glaube nicht mehr, aber einfach besser es handhaben können, wenn wir einen Follow haben. Also wir haben jetzt momentan Fan da und hier kommen ganz viele Dinge. Guten Ich Morgen. bedanke mich, dass das Projekt so gut Ja. ankommt, also schon ein bisschen mehr Leute anlockt. Und ja. Ich bin ja momentan eher ein bisschen am Zurückgehen, also mein Kanal wird eher wieder ein bisschen weniger besucht. Ich gebe euch Das sieht Deckung. man bei den Analytik und ich finde einfach toll, dass ich Geht jetzt ihr ein Projekt voran? gefunden habe, Ja, das gut bitte. ankommt, Guten das Morgen. immerhin 6 Likes hat Guten Tag. und Wir aber sind auch, zusammen, wie Sie ja, kennen. eben auch ein Also bisschen ich mehr wünsche Ihnen viel Aufrufdauer. Vergnügen. Und wir gehen jetzt kurz mal zum Schatz. Der ist hier drüben. Und ich mache dann Rollenspiel weiter. Aber ich habe noch ein paar Sachen zu erzählen. Ich habe gelesen, dass es eine Art Schauderinsel gibt. Ob das jetzt von einem Mod ist oder ob das vom Hauptspiel ist, weiß ich nicht. Aber es interessiert mich mal, wie man zur Schauderinsel kommt. Irgendwas mit Könige und Ding heißt das Update oder so. Und wie man dieses ja eher düstere Ambiente gerade ein bisschen wegbekommt. Das sieht mir ein bisschen zu horrormäßig aus. Nee, es ist, ja, die Wettermods sind jetzt mir nicht gerade so angepasst. Oh, ein Kupferdiamant mit Onyx. Könnte man gut verzaubern oder verkaufen. Okay. Ah, wir haben den Bogen noch. Ja, genau. Ja, genau, glitschst du durch. Ja, ja, Skyrim ist halt immer noch nicht so angepasst, wie ich es gerne hätte. Es gibt immer noch viele Glitches und so und der Pfeil ist irgendwo abgespickt. Ach geil. Wir wechseln gerade mal kurz wieder aufs Schwert. So. Mit einem anderen Charakter habe ich jetzt ein bisschen begonnen, um mich ein bisschen hineinzufinden in die Magie. Das machen wir hier auch wieder und ich habe gemerkt, dass Redekunst sehr wichtig ist in diesem Mod. Wie heißt das schon wieder? Irgendwas mit B oder so. Und dass wir eigentlich ja relativ gut sind mit Schleichen und so weiter. Aber es halt noch zu low-levelig ist. Also da müssen wir leider noch mal ein bisschen etwas machen. Wir gehen mal kurz oben durch. Mal ein bisschen Schleichen trainieren. Hier sind nämlich irgendwo Wölfe, habe ich bemerkt, mit dem Magier. Die immer hier sind. So. Ja, ich sollte jetzt einfach nicht mehr so spoilern für den Charakter. Ja, weiß er schon. Okay, was tun wir jetzt? Ja, wir sind einfach noch zu schlecht. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht. Ja, doch, er kommt. Wir haben ihn nicht gesehen, aber jetzt haben wir ihn gesehen. Deshalb schlagen wir ihm eins in die Fresse. Sehr schön. Sieht immer so cool aus. Also, das mit dem Slow Motion, so haben sie gut gemacht. Es nervt aber auf Dauer, weil halt immer der Kampf so richtig verlangsamt wird. Die Zeit einfach ein bisschen dahin geht. Und ja, diese Ragdoll-Physik, dass die Gegenstände so mega weit geflogen werden und so, ist scheinbar ein Bug, den sie nie entfernt haben. So, wir wollen ja nach Hochwald, Weißlauf. Ich verwechsel die zwei Sachen immer. Und dafür müssen wir hier runterspringen. Das will ich nämlich noch machen, dieses Event. Weil, ja, dort ist der Riese. Und er greift gerade diese Basis, diesen Bauernhof an. Ich hoffe, er überlebt bis dann. Weil die Dinger sind schon sehr gut. Ja, wir werden es ja dann sehen, wer es ist. Nicht zu viel Schaden machen.
Weil dann kommen wir einfach besseres Feedback über. Wie will ich nämlich denen eigentlich beitreten? Wieso greift er mich an? Okay, das ist ein bisschen unfair. Wieso greift er jetzt mich an, sondern diese blöden Vampire? Wieso ist dieses DLC so gemein? Wir müssen eventuell das DLC kurz ein bisschen weitermachen, damit die nicht mehr angreifen. Weil ich möchte gerne den Vampir töten hier beitreten und mit dem Magier den anderen. Es ist ein bisschen nervig, dass wir so viel Leben verlieren momentan. Das ist nämlich ein Vampir, gut. So, Velkas. Farkas, okay. Wir haben es geschafft. Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt, F was. Wieso sind die jungen Vampire überall? Also mit dem Magier habe ich da überall die gefunden. Ja, jetzt habe ich ein positives Ding. Hoffentlich ist die Frau nicht gestorben. Die muss auch irgendwo hier sein. Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. Okay, dann reden wir ein bisschen weniger. Hä? Vilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Was sind die Gefährten? Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Ja, ich habe noch gemerkt, dass die Sprachlautstärke immer noch zu gering ist. Deshalb müssen wir da nochmal so ein bisschen improvisieren. Und nämlich das alles runter machen. So. Sollte es eigentlich gehen. Und dann sind ihr sie. Ihr schlagt euch wacker. Aus ja, euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ja, ich muss es kurz abbrechen, weil es ist mir ein bisschen zu laut geworden. So. Ihr seid nicht von hier, was? Ihr schlagt euch wacker. Noch nie von den Gefährten gehört? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Du bist Jorvaska. Wahrscheinlich hier in Weißlauf. Okay. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Kodlak meint, wir sollen uns darüber keine Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass ein Haufen Schneebären da draußen den Ruhm einsackt, während wir uns raushalten. Aber ich folge dem Alten. Wie immer. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Beim Magier habe ich die Seite von... Meine Mutter war bei den Gefährten. Und ihre Mutter. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Gutes Training. Kann ich dich heiraten? Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Ich hoffe es. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Kann ich den Gefährten? Wir nehmen nicht jeden Milchtrinker, der angestolpert kommt. Redet mit Kodlak, wenn ihr der Meinung seid, das Zeug zum Gefährten zu haben. Okay. Da haben wir noch jemanden. Einen Berserker, der gestorben ist. Die Events werden einfach viel zu früh getriggert. Das ist ein Problem, das wir einfach nicht lösen können, dass wir die schützen können.
Aber die sind auch schwächer als die Hauptperson oder die Trolle oder so. Ich glaube, die Magier haben ihn getötet. Also die. Ja, der Nekromant hat ihn getötet. So. Guten Tag. Seid gegrüßt, Reisender. Was führt euch nach Weißlauf? Ja, ich bin gerade von einem Drachen geflohen und wollte wieder ein bisschen Unterschutz, Unterschlupf haben. Ja, helfen. Wirklich? Ha, bei Shore. Diese Stadt könnte mehr Leute wie euch gebrauchen. Ja, ich bin natürlich dann der... Dann geht ihr am besten zur Drachenfeste hoch und sucht den Jarl auf. Er ist der Herrscher von Weißlauf und kann euch den Weg weisen. Okay, gut. Gibt es irgendwo Arbeit für mich? Ich weiß nicht, ob sie Mitglieder suchen, aber ihr solltet mal mit den Gefährten reden. Ja, das habe ich natürlich Die sind drüben schon. In ihrer Halle, Jorovask. Drüben? Wenn okay. ihr mit Arbeit meint, eure Waffe in blutigen Schlachten zu erproben. Ihr lebt hier? In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Okay. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach oh, lächerlich. Yeah. Gang Wars. Das heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Okay. Ja, wo kann man hier was trinken? Das ist wohl die wichtigste Frage überhaupt. Such die beflaggte Meere auf. Geh zur alten Hulda, die sorgt dafür, dass ihr Emet schwimmt. Mhm. Aber seid auf der Hut vor dem Barden Mikael. Der Kerl ist ein eitler kleiner Milchtrinker. Mögt ihr Mikael nicht? Eine Schande für die Bardenzunft. Wir Nord haben eine lange Tradition als Kampfpoeten. Ich bin stolz, mich zu ihnen zählen zu dürfen. Mikael hingegen, der singt nur für Gold und die Gunst der Frauenzimmer. Er entehrt unsere Traditionen. Ja, das ist nicht gerade gut. Okay, wir machen ein bisschen vorwärts, Liebe. Ich habe letztens erzählt, ich möchte so eine Art Vlog machen, aber einfach im Mittelalterstil, also ein bisschen passend und nicht gerade so, ja, ich werbe für dieses Schwert. Jorlam, den reden wir später, das ist nämlich der Kutschdienst. Ein Hofnarr, komplett mit Kappe und Schellen. Im Norden, beim Loreiushof. Er zog einen Sarg auf einem Wagen mit einem kaputten Rad. Ich bin gespannt, wie er sich aus der Sache rauslachen will. Nun, offenbar habt ihr eine ereignisreiche Reise hinter euch, Utgard. Aber ihr wart länger weg als sonst. Ich dachte schon, ihr würdet nicht zurückkommen. Ihr hört euch an wie meine Mutter. Dachtet wohl, dass ich tot in irgendeinem Feld liege, was? Der Gedanke ging mir durch den Kopf, ja. Ein drohender Krieg. Gerüchte über Tumulte in Helgen und jetzt auch noch Hofnarren. Himmelsrand ist verrückt geworden, Mädel. Passt da draußen auf euch auf. Vorsichtig, was? Danke, Skulvar. Ich werde daran denken. Okay, merkwürdig, das habe ich noch nie gesehen. Bitte? Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Nein, liebe nicht. Ihr würdet nicht. Keine 6 Sekunden überleben. Gut, genug. Ja, du hast ja auch eine Stahlrüstung und ein Zweihandschwert. Lust auf ein Nord-Sprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Ihr müsst das Kämpfen wirklich lieben. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nord-Sprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Später dann mal, okay? Ja, was okay. auch immer. Was auch immer. Also, Dinge sind nicht hier. Hm? Das Scavenger. Ihr braucht etwas. Asgeil, glaube ich, heißt es. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht guttun. Tut's ehrliches Geld. Es ist leider nicht so viel, glaube ich, wie beim Händler, aber es ist doch 2 Brokkol, okay. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ja, ich hab's geklaut, tut mir leid. Ihr solltet mal gewinnen, Carlottas Stank kaufen.
Ich habe ja vorher gesagt, ich würde allen helfen, aber ich bin ja ein Anti-Held, also ich muss jetzt nicht unbedingt Reichtum haben. Weil bei den meisten Let's Plays habe ich einfach gesehen, die Leute holen ihr Reichtum und ihre Superwaffen sofort. Das ist für mich nicht so motivierend. Ich möchte natürlich auch ein bisschen Probleme haben. Ich möchte sozusagen aufsteigen oder im Genüsslichen. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Also bei mir seht ihr halt noch nicht immer den Endgame. Also die Story werde ich vorwärts machen, bis Drachen kommen und bis ich Zugriff zu einem speziellen, ich weiß nicht, ab wann das ist, glaube ich, wenn man den Drachen, der redet, getroffen hat und noch ein anderes Gebiet betritt. Das möchte ich gerne sehen, deshalb machen wir das ein bisschen vorwärts. Ich möchte das Haus haben, das im Norden liegt, zwischen, also unterhalb von Dämmerstein, Dämmerstern oder so etwas. Und ich möchte gerne den Dieben mal beitreten, damit wir ein bisschen üben können. Ja. Also, Flusswald bietet den Jarl um Beistand. Ich habe Nachrichten von Hagen über den Drachenangriff. Also ich muss, glaube ich, das obere wählen, weil ich noch nicht gut bei Überreden bin. Und 80 Goldschmünzen möchte ich auch nicht. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Okay. So, ich schaue mal, also wir speichern mal. Weil es könnte... ich wollte nicht schnell speichern. Jetzt ist es aktiviert. So, schauen wir kurz. Ja, haben noch ein bisschen Zeit. Nochmal kurz schauen, weil... Ja. Ich will nicht draufklicken. Okay, schön locker. So, weil ich nicht mehr die Dauer sehe vom Video, weil natürlich das Vollbild ist, oder? Also, nein, fensterlosen Fenstermodus. Sollte sich eines dieser Monster hier Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmantel. Ja. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Also, es gibt eben diese Graumähen und diese, also die Graumen da oben und die Hochgeboren hier unten. Ich möchte gerne den Graumen anschließen, weil die sind eher kaiserlich, glaube ich. Und die sind eher Nord. Also wenn wir dann einen anderen Charakter machen, dann werde ich denen helfen. Denen helfen. Okay. Bin ein bisschen verwirrt. Graumänen oder Kampfgeborene? Was? Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumänen oder Kampfgeborene? Ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, wovon ich spreche. Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans. Beide alt und hoch angesehen. Ja, die haben immer noch Probleme. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben. Und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Also doch so, okay. Ich frage euch also nochmal. Graumähnen... Okay, wir werden uns den Kampfgeborenen anschließen. Dann freut es mich, euch zu treffen. Ich habe euren Scharfsinn auf den ersten Blick erkannt. Ja, ich war auch direkt Kampfgeborene. Ja. Also es ist so herum. Leider müssen wir uns den Arschlöchern beitreten. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Alle sind vom Tod besessen. Ja, ich nicht. Also ich habe jetzt gleich zweimal überlebt. Okay. Die Leute haben Dinge wie Humor, Poesie und Romantik vergessen. Den haben wir schon geredet. So, ich möchte gerne schmieden lernen, aber die Frau ist gerade nicht hier. Wir müssen rein. Ich habe nichts gemacht. Da habe ich irgendwas gekickt. Könnte doch sein, oder? So. Oh, nicht schlecht hier. Ach, liebe solche Häuser. Ah, ja. Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl.
Wer schmiedet eure Waffen und Rüstung? Adrienne. Draußen, in ihrer Schmiede. Ich habe sie leider nicht mehr gesehen. Der Laden ist nach ihr benannt. Kriegsjungfer. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Okay. Aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht. Das zählt. Okay, dann bin ich ja zufrieden, hier Schmiedelehrling zu werden. Adrienne. Nein. Der Laden ist... Ich mag das nicht. Ich will das Jarl Balgruuf, der Ältere. Ein durchaus ehrenwerter Mann. Hat mir oder meinen Verwandten nie etwas Unrechtes getan. Für ihn ist es gerade bestimmt eine schwierige Zeit, mit all den Kämpfen und Drachen. Aber Balgruuf ist ein zäher alter Nord. Er kommt damit zurecht. Wieso schaust du mir nicht in die Augen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Beides. So, was kaufen wir? Der Dietrich, okay? Wir holen den Dietrich. Eine Spitzhacke. So, das ist nicht so teuer. Der Rest kannst du behalten. Vielleicht noch Stahlpfeile oder so. Und ich möchte noch etwas kaufen. Die besten Waffen und Rüstung. So, ich möchte gerne diese gebänderte... Ja, sie ist nur noch halb so viel wert. Ja, den Eisenhelm. Was haben wir denn eigentlich am Tragen? Wir haben gar keine Rüstung am Tragen momentan. Kann das sein? Wir tragen gar keine Rüstung. Also wir tun die auch noch verkaufen. Und die zwei auch noch und die Eisenstiefel auch noch. Und der Rest. Wieso trage ich eigentlich... Ich trage die Schmiedeschürze noch. Ich bin der Schmied, ja stimmt doch. Aber ich will jetzt momentan ohne Schmiederüstung schmieden. Das ist halt einfach ein bisschen sicherer, falls jemand angreift. Weil es könnte von den DLCs noch etwas Bestimmtes angreifen. So. Wo bist du jetzt, Adrienne, oder wie er heißt? Geschäftsbuch. Lehrling. Okay. Aber Adrienne. Ah, hallo. Was ist hier drin? Ist gut. Geh weg. Wo bist du jetzt, Adrienne? Jemand, der mit Waffen Ariane. Weiß. Hier seid ihr am rechten Ort. Hier. Adrienne. Adrienne. Ich sage nicht, Adrienne. Dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eorl und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Okay. Könntet ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Was könnt ihr mir über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Das ist doch gut, aber ich weiß nicht, ob ich das schon bereithalten soll. Ja. Der Hut. Ah, der Hut, okay. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Schade, wir bekommen die Quest noch nicht. Danke. Wir müssen irgendwo ein Schwert nach oben tragen. So. Also, was haben wir... Was müssen wir jetzt herstellen? Ich glaube, hier... Das ist doch der Hut. Wir schauen mal kurz. Ein Eisendolch, okay. Der Hut kommt nachher. Gar nicht mal so schlecht. Lehrlingsstufe, aber solide. Mach nur weiter so. Ah, jetzt bist du ja hier. Gut. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben.
Okay, schärfen tun wir noch kurz. Reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. So, der Rest machen wir dann, wenn wir wieder runterkommen. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie... Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Mal ein bisschen schneller reden, bitte. Mhm. So, ich bin zwar auch ein langsamer Redner, aber das ist einfach wegen dem schweizerdeutschen Slang sozusagen. Wir sind halt locker. So, also. Hier gibt's, glaube ich, noch ein Event irgendwo. Arbeitet ihr immer noch in der beflaggten Meere, Olfina? Was soll die Frage? Nur weil ich eine Graumähne bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht selbst für meinen Lebensunterhalt sorgen kann. Ich hatte nicht gemeint... Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Und diese Zwisten. Das finde ich absolut interessant hier mit diesem Golden-Grünbaum, oder wie er heißt. Gülden-Grünbaum. Momentan geht es Weißlauf nicht so gut. Und falls mal es wieder besser geht, sprießen hier die Blüten. Die Elfen euch die Häuser wegnehmen, die Geschäfte, eure Kinder, Mensch, ja, sogar euer Leben. Und was macht das Kaiserreich? Nichts! Nein, weniger als nichts! Die kaiserliche Maschinerie vollzieht den Willen der Talmor gegen das... Ich bin ja nicht so religiös gegen... Also steht auf! Steht auf, Kinder! Ja, diese Abweisung von Leuten ist nicht so mein Ding. Ich bin einer, der relativ gerne Ausländer unterstützt. Also, ja, sie brauchen halt auch ein bisschen mehr Unterstützung als wir Schweizer oder so. Und deshalb, ja. Aber das machen wir, denke ich, mal am nächsten Mal. Ja. Dann gehen wir noch kurz mit der Wache reden. Die hat sicher noch etwas zu reden kurz. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Sieht schon geil aus. Also, Himmelsrand ist wirklich eines der schönsten Gebiete, die ich je bereist habe in Games. Im Real Life sieht manches natürlich noch schöner aus, aber dann die Sichtweite auch manchmal. Es geht halt schnell weniger ja, detailliert, aber ich bekomme ja eine neue Grafikkarte und dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Grafikmods installieren, also kein Problem. Dürft gerne in die Kommentare schreiben, welche Mods ihr haben wollt, welche Grafikmods, wie es denn aussehen soll. Für mich wäre es natürlich angenehmer, dann nicht so über Blendeffekte und Unschärfeffekte zu haben. Aber wenn es euch besser tut mit diesen Effekten, dann kann ich natürlich schon gerne ein bisschen meine Augen, ja, schonen. Weil es tut mir natürlich schon ein bisschen in den Augen weh. So, Braucht ihr eine Klinge? Also eben, dass ich da einfach auch ein Auge zudrücken kann sozusagen und es mir jetzt gar nicht so fest weh tut. Weil ich bin eher einer, der halt mir mehr Sorgen macht, als andere unbedingt denken manchmal. Einfach ein bisschen mehr schone mich. Und deshalb, ja, ist es ein bisschen schwer. Aber ich hoffe, der Part hat euch wieder so gefallen und ich schaue, dass es noch alles besser wird. Dass wir dann eben auch eine wirklich gute und lange Geschichte haben. Und ihr dürft gerne sagen, wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid. Also einfach in die Kommentare schreiben, so ein Disliken. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder oder in einem anderen Projekt. Tschüss!